Servus, grüß euch. Heute habe ich mir was hergestellt. Ja, zum gesund werden. Gell? Man kann jetzt sagen, es gibt frische Erdbeeren. Die haben viel Vitamine. Das Ganze garniere ich mit der Sahne, weil ich stark davon ausgehe, wenn ich viel Sahne reinhaue und mir nachher noch einen gescheiten Tortenboden mit reinhaue und dann da hingehe, wo die Maskentaliban, also die Zeugen Coronas, die Anhänger der Corona-Lobby, die Unterstützer der Pharma-Lobby und unser Landrat hingingen, also zu den Teststationen, dann zeigt der Test bei mir negativ an, weil wir haben ja gelernt, wenn man jede Stunde was isst und trinkt, ist der Test negativ. Deswegen tue ich was, damit mein Wert nicht aufs positive Ergebnis im Landkreis mit anschlägt. So. Jetzt komme ich gleich mal zum ersten. Ich habe mir heute einen kleinen Spickzettel mitgebracht, damit ich nichts vergesse. Ja, unser Dr. Markus, der Schutzheilige der Covid-Idioten, Aluhutträger und Unterstützer der Pharma-Lobby. Wohl allen Ernstes die Demokratie in Deutschland aushebeln und abschaffen. Zur Demokratie gehört nämlich auch das Recht und die Möglichkeit der Bürger, dass vor Gericht gehen und gegen Entscheidungen der Regierenden vorgehen. Und das will der Dr. Markus, der Schutzheilige von euch Covid-Idioten, also von die Maskentaliban und der Herr und Meister unseres Landrats und seiner angeschlossenen Staatsministerin, abschaffen. Und zwar sagt er, geringerer Rechtsschutz ist ein Vorteil für die Regierenden, weil dann die Verwaltungsgerichtshöfe der Länder nicht mehr angerufen werden können. Das heißt, diese Entscheidung, die der traurige Bundestag, weil es ja keine gescheite Opposition mehr gibt, keine mehrheitliche, weil ja die grünen Khmer voll auf der Seite der, ja, ich sage jetzt einmal, demokratiefeindlichen großen Koalition sind, die wollen also dieses Infektionsschutzgesetz so verankern, dass der gemeine Bürger nur noch vom Bundesverfassungsgericht klagen kann. Und der Söder freut sich drüber, weil er sagt, jawohl, damit ist fast unmöglich, dass nur irgendein Bürger klagt. Und der Landrat, die Blutlarinosen, der spult mit, statt dass er endlich mal sagt, nein, ich gehe nicht mehr mit, ich gehe keinen Schritt mehr mit, ich verlasse diesen korrupten Haufen, die KSU. Ich laufe dem Söder nicht mehr hinterher. Ich habe einen Fehler gemacht am 20. Oktober. Mea culpa, mea maxima culpa. Bitte, lieber Landkreisbürger, verzeiht es mir. Na, macht er nicht. Will er auch gar nicht. Da gibt es einen anderen Landrat, der ist von den Meinungslosen. Der ist Landrat. Der muss auch die Sachen umsetzen, angeblich. Aber der hat so viel Schneid, dass er vor Gericht geht und seinen eigenen Landkreis, sein eigenes Landratsamt verklagt. Damit er rauskommt aus der Geschichte. Und was macht unser Pappnase im Landkreis? Baut ein Testzentrum nach dem anderen auf. Jetzt haben wir wieder eine neue Teststraße gehabt in Ohrring, am Freibad. Damit ja die Zahlen nicht runtergingen, gell, Landrat? Weil sonst müsstest du uns ja wieder rauslassen. Und dann war einer da. Der hat eine Anfrage gestellt an Landrat bzw. an Landratsamt, das ist ein Kreisrat aus dem Berchtesgadener Land. Da hat er ihm nach diesen Sachen gefragt, warum wird er testet, werden die Testzahlen ins BGL mit eingerechnet und dann hat er auch noch gefragt, ob eventuell geplant ist, dass ab nächster Woche, so ab 19., also Montag, Dienstag oder Mittwoch, Einkaufen nur noch erlaubt ist im Berchtesgadener Land, wenn man davor einen Schnelltest gemacht hat. Weil, komischerweise, wachsen die Schnelltests, im Moment wird Schwammerl aus dem Boden außer. Da vorm Globus steht einer, in Reicherheu steht noch einer, noch sind sie kostenlos und die bieten es halt einfach so. Jetzt hat er da gefragt, was mit der Sache auf sich hat. Neben einem Haufen bla 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 aus dem Amt, kommt aber eine Antwort. Dem Kreisrat ist gesagt worden, im Übrigen darf ich darauf hinweisen, dass es sich vorliegend um den Aufgabenbereich des staatlichen Landratsamtes handelt und dem Kreisrat in diesem Zusammenhang keine weitergehenden Informationsansprüche zustehen.
Also da gibt es also neben dem Landratsamt nur ein staatliches Landratsamt. Ja, wahrscheinlich eine Schattenlandratsamt, die Schattenregierung. Mit die Pappnasen drinnen wahrscheinlich, oder? Und jetzt ist ja die Informationspolitik der Regierung und unseres Landratslosen sowieso schon katastrophal. Wir wissen alle noch nicht, wie eigentlich diese Clusterbildung, damit wir das schöne englische Wort hernehmen können, zustande kommt. Dann lasst er sie ja nicht aus. Er sagt immer, ja, wir sind den Clustern auf der Spur und jetzt wissen wir es. Und wenn er mal direkt gefragt wird, dann steht am nächsten Tag in den Medien zum Lesen, es ist ein diffuses Infektionsgeschehen. Ja, das ist nicht diffus. Du und deine Verwaltung, ihr seid konfus. Ja, ihr kennt euch nicht mehr aus, ihr wisst überhaupt nichts. Ihr schaut zwar einen Scheißdreck von uns Bürger an, wahrscheinlich dort sogar unsere Handy Daten orten und wertet sogar unsere Bewegungsprofile aus. Aber eine richtige Statistik, wer, wann, wo, durch wen eigentlich betroffen ist, liefert ihr seit einem Jahr nicht. Du Landrat und deine Staatsministerin, das kennt's nicht. Und dann sowas. Eine Informationspolitik, wo seid ihr echt zum Song traut, dass es den gemeinen Bürger und den Mandatsträger nichts angeht. Der hat also kein Informationsrecht. Ja, geht's eigentlich noch? Wir haben alle nur eine Demokratie, Landrat! Und keine Diktatur! Wie es das du vielleicht wünschst, du und dein Söhne da oben in Minger. Das hätt's wohl gerne, eine Diktatur. Deswegen kreist dich wahrscheinlich, dass du in der Nähe vom Obersalzberg wohnst, gell? Warst ja nicht der Erste in dem Gai, der sich fröhlich mit einer Diktatur anfreundet. Unglaublich. Und dann dieses neue Infektionsschutzgesetz. Das ist ja eine großartige Entlastung für den Einzelhandel, gell? Weil jetzt können wir wieder alle wegsperren. Und die meisten von euch Maskentaliban freien sie drüber. Jawohl, endlich werden wir einheitlich weggesperrt und eingesperrt. Und ab 21 bis 5 Uhr darf keiner mehr rausgehen. Der Rentner sagt, ja, da war ich eh schon lange nicht mehr draußen, stört mich nicht. Der keine Freund hat, wie du, Landrat, sagt, ja, ich bleib daheim, ich mag eh keiner. Und die anderen sollen auch alle daheim bleiben. Frage, warum ist eigentlich das Virus jetzt zwischen 21 und 5 Uhr so gefährlich? Kann man da nicht vielleicht auch sagen, ja, zwischen 22 und 2 Uhr morgens sperren wir die Leute daheim ein und aus, damit es beim schönen Wetter, falls wir mal wieder ans Kriegen nicht rausgingen. Nein, es muss 5 Uhr in der Früh sein. Ja, glaubt ihr, wenn es 2 in der Früh macht, dann stellen sie die Leute an den Wecker und sagen, jawohl, jetzt gehen wir raus, jetzt gehen wir zum Nachbarn, jetzt machen wir eine riesen Party. Glaubt ihr das so? Und Landrat, du wohnst hier im Berzgonner Land. Das ist so ein Flächenlandkreis, ja, also wir haben ganz, ganz wenig Hochhäuser, wo 3000 und mehr Leute auf einem Haufen wohnen. Und uns sperrst du ein. Da kontrollierst du. Alle 300 Meter sieht man bei uns ein Polizeiauto stehen. Nein, Entschuldigung, kein Polizeiauto. Ein Auto von den imperialen Truppen, von der Bundespolizei. Weil Polizei ist nur was anderes. Die hocken in der PI und sind normale Menschen. Und da magst du uns einsperren. Weil wenn da hinten in Gausburg einer auf Nacht spazieren geht, bis der einen findet, den er anstecken kann, du, da brauchst zwar eine ganz schöne Zeit, Landrat. In Minger, in einem Hochhaus, geh vom 10. Stock in 5. Stock auch keine Bulle kontrollieren, weil er mich gar nicht sieht. Aber das ist dir nicht klar, Landrat, gell? Weil dein großer Meister, der Dr. Söder, hat gesagt, mach das. Und du hast gesagt, Dr. Söder, ich mach das, aber lass mich weiter Landrat bleiben, lass mich weiter in der KSU bleiben, ich mach alles. Und deine Staatsministerin macht mit, obwohl es eigentlich ein bisschen Macht hat. Ja, so seid's. Und jetzt oder, haben wir die Tests an die Schulen, an die Kinder. Da wird's jetzt schon verglichen. Ja, die Kinder bohren sich ja in die Nasen ein, mit dem Finger, da konnte es mit dem Stab bis ins Hirn gar nicht so schlimm sein. Mag sein, gell? Wem es gefällt,
dass man mit dem Stabel im Hirn umeinander bohrt, schön. Aber Landrat und Maskentaliban, eine Frage. Ihr seid ja auch meistens dann schon, besonders auch der Landrat, weil er ja schon seinen zukünftigen Koalitionspartner, die Grünen Khmer, ein bisschen um die Fürst schleimen muss, seid ja immer sehr Müllvermeidung und Umweltschutz und bla bla bla. Übrigens, einer von da drinnen, glaube ich, verdient nicht schlecht mit seinem Labor, mit seinem ehemaligen. So, jetzt Tests. Die werden an die Schulen gemacht. Medizinisches Produkt, das wird dann auspackt, das ist in einem Plastik drin. Dann die Stabler da hoch, dann die Flüssigkeit zum Fixieren und dann das Testing ist auch noch mehr aus Plastik. Und dann wird das Zeug in den Müll geschmissen. In den gemeinen Hausmüll! Ihr Pappnasen! Wo das denn dann eigentlich die Stabler hier, wenn es positiv ist? Auch in den Müll! Und der Müll kommt raus in den normalen Abfalleimer, oder? Wo sie dann auch wieder jeder Anstecker kann. Das Zeug, das Medizinische, wenn es ständig verwendet wird, glaube ich, gibt es bestimmt in diesem Land, in Deutschland, eine Vorschrift, wie mit wiederkehrendem Müll medizinischer Art zu verfahren ist. Das heißt, Landrat, du bist verantwortlich, dass jede Schule die geeigneten Abfallbehälter kriegt, um medizinisch kontaminierte Sachen entsorgen zu können. Du, Landrat, bist verantwortlich und du tragst die Kosten. Und weißt uns du seit Oktober einsperrst, aus deinem Privatvermögen von mir aus. Gehen wir zum nächsten nochmal, zu diesen Selbsttests, die wir jetzt dann überall machen dürfen. Oder Schnelltests. Da möchte ich vielleicht zum Baumarkt gehen, weil ich ein paar Nägel brauche. Für 1,50 Euro. Dann muss ich aber für 2 Euro einen Selbsttest machen, damit ich da reinmarschieren darf. Sauber, Landrat! Du bist ein Guter! Ja. Zum Schluss sage ich euch nur noch eins. Zum Thema Impfen. Oder wie es neideisch heißt, vakzinieren! Bei mir vakziniert ihr da nicht. Und eins sage ich euch auch noch. Aufs daheim bleiben, Pfeife! Und auf euch, Landrat und Staatsministerin und Dr. Markus Söder, Pfeife auch und auf euer daheim bleiben. Ich pfeife aufs daheim bleiben. In dem Sinn, alle Normalen. Wünsche weiterhin, bleibt friedlich, regt euch nicht auf, das mache ja ich schon für euch. Bleibt demokratisch und schaut, dass man die undemokratische Bagage loskriegt. Alle anderen, die Maskentaliban, die Zeugen Coronas, die Anhänger der Pharmalobby, unserem Landrat, seiner Staatsministerin und dem Dr. Markus Söder wünsche ich baldigste Impfung mit AstraZeneca. Und nur eins für euch Maskentaliban, jetzt sickert ja langsam raus mit dem Impfen. Jetzt haben sie uns immer gesagt, zweimal impfen, dann ist es gut. Jetzt sagt der Chef vom BayernTech schon, ja, egal, auch wer sich zweimal schon mit irgendeinem anderen Quatsch hat impfen lassen, ihr braucht nur eine dritte Impfung mit meinem Sonderstoff BayernTech und ihr braucht jedes Jahr eine Auffrischung. Denkt euch auch nochmal eins, oder macht euch mit Gedanken über eins. Früher, wo es noch Wirtschaften gegeben hat, liebe Leute, da hat man essen können. Hättet ihr wirklich was gegessen von einem Koch, der euch sagt, na, Vorkosten tue ich mein eigenes Essen nicht. Ich gebe es euch erst und nur wenn was übrig bleibt, dann probiere ich mein Essen auch. Aber erst einmal ist es nur für euch. Weil ich mein's euch gut. Ich koche für euch, damit ihr satt und zufrieden seid. Aber ich is mein Essen nicht. Hättet ihr wirklich bei dem was bestellt? Ich glaube nicht. Obwohl, die Maskentaliban hätten es gemacht. Also, in dem Sinn, ich wünsche euch einen schönen Samstag ums, morgen einen schönen Sonntag und nächste Woche hoffen wir,
dass nur irgendwer dieses undemokratische, dieses antidemokratische Gesetz im Bundestag aufhält. Aber recht groß ist die Chance nicht, weil SPD, CSU, CDU und die Grünen Khmer stimmen wahrscheinlich für die Abschaffung der Demokratie. Und unser Landrat vorne mit dabei, mit Hurra, Hurra, weg mit der Demokratie. Servus, pfiat euch.